Hallo und herzlich willkommen zur Präsentation meiner Abschlussarbeit. Ich möchte gern beginnen mit einem Zitat von Holland Taylor. You couldn't just have a story about a woman and what it was for her to be alive. It could only be a man. Only a man could be a hero of such a story. Wenn ich zurückdenke, kann ich mich nicht erinnern, in Geschichte über eine andere Frau als Anne Frank gelernt zu haben. Dafür aber natürlich über Einstein, Bismarck, Hitler, Da Vinci, Goethe. Ihr merkt, worauf ich hinaus will. Unsere Geschichtsschreibung ist patriarchal geprägt und Frauen sind nur als Randnotiz, als Ehefrauen, Müttern und Schwestern vorgesehen. Über ihr Leben wird nicht berichtet. Aber Sichtbarkeit und Repräsentation sind wichtig, insbesondere für queere Frauen. Und das ist meine Thematik: queere Frauen und ihre Geschichte. Am Anfang meiner Arbeit stand unheimlich viel Recherche. Ich hatte ein Projekt im Kopf. Ein Buch, 100 queere Frauen, die die Welt verändert haben, oder eher 10. Aber bei meiner Recherche bin ich auf so viele Namen gestoßen, so viele Geschichten, die erzählt werden wollen, dass ich mir selbst das nicht vorstellen konnte. Also musste irgendwas anderes daraus werden, etwas Umfassenderes. Ihr habt gerade eben die Animatik einer Konzeption für eine 2D-Bewegtbildanimation gesehen. Sie hat keinen narrativen Anspruch, obwohl die Szenen natürlich historisch inspiriert sind. Sie soll emotional in die Thematik einführen, so wie ein Trailer Lust auf einen Kinofilm macht. Stilistisch und insbesondere technisch ist die Animation natürlich konzeptionell zu verstehen. Es braucht einfach sehr viel Fleißarbeit, um dies umzusetzen, und das hätte den Umfang einer Bachelorarbeit definitiv gesprengt. Nichtsdestotrotz möchte ich euch vier Frauen, die auch in der Animation vorgekommen sind, etwas genauer vorstellen. Wir fangen an mit Sappho. 630 vor Christus in Griechenland. Sappho ist eine Dichterin, eine Poetin. Und sie ist die erste frauenliebende Frau, von der wir wissen. Tatsächlich geht sogar der Begriff lesbisch auf Sappho bzw. ihren Wohnort, die Insel Lesbos, zurück. In den überlieferten Zeilen ihrer Gedichte ist die Rede von wunderschönen Frauen, die sie bewundert, nach denen es ihr verlangt. Mal liebt sie Anaktoria, die sie verlässt, oder Attis. Sie bittet Aphrodite um Hilfe, um die Gunst einer jungen Frau zu gewinnen. Egal welche Sexualität Sappho tatsächlich hatte, ihr Einfluss reicht bis heute. Königin Christina von Schweden. Eine sehr beeindruckende Persönlichkeit. Bei ihrer Geburt hat sie einen so tiefen Schrei, dass die Hebamme sie für einen Jungen hält. Ihr Vater ist zum Glück beeindruckt von dieser Fähigkeit, sodass er sie als einen Prinzen erzieht. Das bedeutet, dass sie damals einfach sehr viel mehr Bildung erhält als eine Frau per se. Christina regiert für 20 Jahre Schweden, beendet den 30-jährigen Krieg und als es dann heißt, dass sie einen Mann heiraten soll, dankt sie kurzerhand ab. Verkleidet sich als Mann und reitet nach Rom. Dort wird sie vom Papst empfangen. Sie führt ein sehr turbulentes Leben, hat zahlreiche Affären, aber ihre Liebe bzw. ihr Herz gehört ihrer Hofdame Ebba Sparre. Letztendlich wird sie tatsächlich sogar in die Vatikangrotte begraben, was vielleicht daran liegt, dass sie insgesamt fünf Päpste kennengelernt hat. Anne Lister wird gerne als die erste moderne Lesbe bezeichnet. Das kommt daher, dass sie akribisch genau Tagebuch geführt hat. Mehr als 7.720 Seiten und 5 Millionen Wörter geben Einblick in ihr queeres Leben. Ihr queeres Leben im 18. Jahrhundert. Sie ist der Beweis schwarz auf weiß, dass es schon immer queere Frauen gab. Egal, ob es darum geht, wann sie ihren Tee zu sich genommen hat oder wie viele Orgasmen ihre Freundinnen haben. Sie hat alles aufgezeichnet. Sie hat ein sehr polyamoröses Leben geführt, bis sie dann ihre zukünftige Ehefrau Anne kennengelernt hat. Leider ist sie nur eine kurze Ehe beschert, weil 6 Tage später stirbt Anne an einem Fieber. Aber trotzdem ist es die erste lesbische Eheschließung, von der wir wissen, auch wenn sie nicht offiziell anerkannt ist, logischerweise. Marsha P. Johnson, Transfrau, Drag Queen, Aktivistin und Stonewall Riot-Legende. Ob es tatsächlich Marsha war, die den Funken gesetzt hat, der zu den Aufständen 1969 geführt hat, ist nicht klar.
Aber es waren definitiv schwarze Transfrauen wie Marsha, die so viel bewegt haben für die LGBTIQ-Community. Marsha hat ein sehr aufregendes Leben geführt. Die meiste Zeit war sie leider obdachlos. Und obwohl sie dementsprechend kaum etwas hatte, hat sie immer nur Liebe und Mitgefühl für andere gehabt. Mit nur 48 Jahren wurde ihr Tod von der Polizei als Suizid abgetan, was mehr als fraglich ist. Und auch heute sind es schwarze Transfrauen, die mit nur 35 Jahren Lebenserwartung eine der gefährdetsten Gruppen überhaupt sind. Ich habe jetzt hier natürlich nur an der Oberfläche gekratzt und allein über jede einzelne Person könnte ich ewig referieren. Aber da sind wir wieder bei meiner Grundintention angelangt. Sichtbarkeit für queere Frauen zu schaffen und für ihre Geschichte. Deswegen möchte ich euch jetzt die Marke Hercule vorstellen. Abgeleitet von Hercule Story, ihre queere Geschichte, entsteht daraus die Wortneuschöpfung Hercule. Dabei steht Her denotativ für Weiblichkeit und Curie bildet konnotativ den Zusammenhang zur Queerness. Für die Entwicklung der Wortbildmarke war mir insbesondere die Verbindung der Es aus Queer wichtig, sowie das H für ein Monogramm. Es entsteht eine geschwungene Form, die gespiegelt dann das H darstellt. In der Punze spiegelt sich dies ebenfalls wieder. Es entsteht eine dynamische und flexible Bildmarke, die in drei unterschiedlichen Varianten eingesetzt werden kann. Besonders wichtig ist mir hierbei die stilisierte Darstellung des Pride-Regenbogens, sowie gegenüber werden die Farben der Transgender-Flagge aufgegriffen. Aus der Bildmarke wird die Formsprache für die Wortmarke abgeleitet. Es entsteht ein Unicase-Schriftzug, der sich besonders durch die runden Ausläufe und eine zentrierte Mittelachse auszeichnet. Um die Weiblichkeit noch stärker zu betonen, wird Her in den Hausfarben eingefärbt. Die Hausfarbe ist violett, wie man sich vielleicht schon denken konnte. Aber warum eigentlich? Und auch hier bin ich wieder bei Sappho. In ihren Gedichten schreibt sie von fröhlich tanzenden Frauen mit violetten Blumenkränzen im Haar. Und das führt dann Jahrhunderte später dazu, dass ein violettes Armband das Erkennungsmerkmal für queere Frauen wird, in der Zeit, als man sich deswegen noch verstecken musste. Ergänzt wird dies mit einem hellen Blau und einem zarten Rosa. Aber was macht Hercule überhaupt? Hercule vereint Information, Sichtbarkeit und Repräsentation für queere Frauen. In einem Blog als Medium wird dies alles gesammelt und queere Geschichte, queere Biografien und historische Meilensteine werden illustriert und sichtbar gemacht, so dass man nicht mehr wie ich auf unzähligen Seiten nach Informationen suchen muss. Schauen wir uns den Blog doch mal genauer an. Die Animation auf der Landingpage bietet den perfekten emotionalen Einstieg in die Community. Sie bringt die Kernaussage von Hercule auf den Punkt. Die Kernaufgabe ist das Porträtieren queerer Frauen. Ein Slider featuret die aktuellsten Biografien. Natürlich ist auch Platz für aktuelle Gegebenheiten, wie zum Beispiel den Trans Day of Visibility. Was eignet sich besser als ein Zitat, um das Interesse für eine Person zu wecken? Wir interessieren uns aber eher für Christina. Ein Close-up der Illustration bietet den Einstieg. Danach folgt die Navigation. Gegliedert in Hard Facts, ein Editorial und Key Facts ist eine Biografie strukturiert. Die Hard Facts sind wirklich nur die Basic-Informationen wie Name, Partner oder Wohnort. Die Menge des Editorials ist stark grafisch gegliedert, um das Ganze lesbarer zu gestalten. Die einzelnen Segmente werden mit den Illustrationen bebildert und außerdem werden Elemente aus den Illustrationen aufgenommen, um den Text weiter grafisch aufzulockern. Am Ende des Editorials werden nochmal die Illustrationen aufgeführt und bieten eine Unterbrechung zu den Key Facts. Die Key Facts ziehen die wichtigsten Informationen aus dem Text und schlüsseln diese nochmal kurz auf. Natürlich darf auch ein Quellenverzeichnis nicht fehlen oder weitere Informationen wie Bücher oder Dokumentation.
Ebenso wenig wie ein Teaser für eine andere Biografie. Aber was, wenn uns Christina jetzt so gut gefällt, dass wir davon was zu Hause haben möchten? Dieses Projekt schreit nach Merchandise. Die Illustrationen können in jeder Form von Printprodukt erworben werden, sei es ein Poster oder eine Postkartenserie. Konzeptionell ist natürlich noch viel, viel mehr denkbar. Zukünftig könnten auch T-Shirts oder Taschen oder Poster-Sets entstehen, um noch mehr Informationen zu verbreiten. In der Übersicht sehen wir nochmal, wie die Biografien miteinander spielen und vor allem, wie der Aufbau des Editorials insgesamt wirkt. Das Farbkonzept zieht sich über den gesamten Block und lässt ein spielerisches und modernes Erscheinungsbild zu. Die Farbe Lila dominiert, aber lässt trotzdem Raum für Luft. Um Hercury als Marke aber auch eine eigene Identität zu verleihen, fehlt natürlich noch ein Branding. Das entstandene Konzept baut auf flachen grafischen Elementen, abgeleitet aus der Wortbildmarke, auf. Abwechselnd werden die drei Hausfarben in unterschiedlichen Kombinationen eingesetzt und greifen so die Dynamik der Marke und tiefergehend die Individualität jeder einzelnen Frau auf. Entstanden ist eine klassische Geschäftsausstattung, aber auch der konzeptionelle Ansatz für ein Verpackungsdesign. In diesem könnten Merchandise-Artikel wie Poster oder auch Stoffartikel wie T-Shirts oder Taschen verschickt werden. Mein Highlight sind die runden Visitenkarten, die auf die Enden der Rundverpackung aufgebracht werden können. Insgesamt sind 12 Illustrationen, drei Biografien, ein Blog, eine Marke samt Branding und das Konzept für eine Animation entstanden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.